Mit schlechtem Licht aus meinem Kinderzimmer. Freunde, heute ganz spontaner Vlog. Und zwar, es geht heute nach Köln zum Travis Scott Konzert. Ich werde dort aber noch wahrscheinlich in Frankfurt beim... Ich habe einfach meine Travis Scott Tickets verkauft, Chat. So crazy. Das ist echt so geistkrank. Aber ich habe ihn ja schon mal rumgesehen, deshalb. Ich habe welche gekauft, weil ich dachte, ich gehe safe hin, aber dann 33 Grad und nach Köln und so. Das war mir zu viel Film, Digga. Konzert sein, heute mal einfach in Köln, warum nicht, eigentlich zu tun, hab Bock. Ich gehe zusammen mit Ilias von Lowlights, den kennt ihr wahrscheinlich, Shoutouts an Ilias, mein Brü. Ja, Freunde, wir werden heute das Konzert genießen. Destroy Lukas, das machst du jetzt live. Auf entspannt, paar Reactions und dann geiler Vlog, sage ich. Deswegen lasst ihr mir heute einen Kommentar, aber lasst ein Follow auf Instagram da, Freunde. Check gerne deshalb den Demo-Sale so ab, geht gerne in die Links. Was machst du aber hier da, drin, Bro? Sagen, wir gehen rein in diesen wunderbaren Vlog. Travis Scotto. Wichtigste bei Fahrten immer, Red Bull tanken, ja. Ganz wichtig. Raststätte, diese 50 Euro Red Bulls. Da muss man aber durch. Muss man tanken, muss man mitnehmen. Das ist sehr wichtig. Ich sag's, wie es ist. Das ist meine Edition. Ich liebe die ernst. Die sind super. Nee, Guys, weiße Black Red Bull. Panther shining. Safe am Black besten. Panther ist am Shining, meine Damen und Herren. Ja, das war's. Ich hab mein Auto gefickt. Ich bin jetzt angekommen. Aber wirklich, dass ich hab einfach den Reifen gefickt, die Felge gefickt, den Lack vom Auto geballert. Oder frag nicht wie. Ich musste hier diesen Weg komplett rückwärts bis hier rein. Ich war gerade hier fast. Vor mir war die ganze Zeit ein Auto, was mich gestresst hat. Ja, bin hier komplett, glaube ich, gegengeknallt gegen irgendeinen Stein. Ich hab keine Ahnung mehr. Mit schlechter Laune geht's direkt rein. Mein Reifen verliert da die ganze Zeit Luft. Ich habe jetzt Gott sei Dank Parkplatz gefunden, aber... Hab Musik gemacht, war gleich heim. Tschüss, Digga. Ah, es sind ja Sommerferien, stimmt. Ganz vergessen. Now we arrived at the venue. With me today is Iliaso. Warum auf Englisch, ja? A.K.A. Eden the Menace. Wir haben das VIP-Ding. Ich werd gekrönt. Was steht heute an? Was auf der Agenda, Habibi? Soll ich ein Foto mit ihm machen? Ja, kannst du machen, Habibi. Danke. Also, ich habe jemanden, der nachher einen Reifen wechseln könnte. Ich bin mal gespannt. Das fuckt mich übertrieben ab. Lack, alles kaputt. Digga, was? Machst du nichts. Ist halt so. Gehört dazu im Leben, Freunde. Davon aber nicht die Laune ruinieren lassen. Es ist nur der Reifen. Das kriegt man wieder heiler. Wir gehen jetzt aber ins Konzert mit doppelt viel Aura rein, mit doppelt viel Energie. Und, aber Bruder... Wir sehen uns, Lukas. Wir hören uns, ja. Wir sehen uns gleich, wenn wir drin sind. Travis spielt einfach in der 7.9. Lucio. Guck mal, ich jetzt direkt am Rennen. Hier ist gerade Young Lean am Spiel. Und gibt euch mal den Platz, den wir haben, Digga. Geisteskrank. Besser kannst du die Show nicht genießen. Gibt euch mal diesen Platz. Ich glaube, wir sind auch wir. Digga, geisteskrank. Wir sind jetzt hier beim Konzert. Ich habe halt natürlich jemanden aufgegriffen. Jemand, der noch gepackt wird. Und Mali! Also, wir gucken jetzt das Konzert von hier. Ich distanziere mich von jeder Frau, die hier steht. Ich distanziere mich hardcore. Wir genießen die Show. Wird sehr, sehr geil. Ist sehr cool hier. Wie gesagt, Leon, ich hab's schon vorher gesagt, ich distanziere mich von allen Frauen, die hier stehen. Ich distanziere mich von den allen. Ja, du bist ja eine korrekte, du bist ja, ne? Ich glaube, hier ist wirklich 50% des Jahreseinkommens von Dr. Miami an. Ja, das ist so warm hier, wow. Aber die Stadion ist sehr krass, also ist sehr cool. Jan ist auch da, Junge. Was wäre ein Travis-Konzert ohne mich, ohne uns? Hallo? Versprochen. Amrel und Jan, das ist eine wichtige Kombi, ernst. Es geht. Ganz wichtige Kombi. Ey, was ist das für ein T-Shirt, Digga? Warum kein Circulate, Bro? Oder irgendwann, ich brauche mal Abstand ein bisschen. Die ganze Bande ist sogar hier. Bruder. Eligayo, Ketchup, X, die Mayo. Aber auch wieder fein, elegant, locker, clean, stylisch. So ist das. Mit der DJI, mein Bruder. Ja, ja? Ja, Mann. Guck mal, wir filmen uns gegenseitig einfach. Yoshi! Bruder! Das ist mein Fortnite-Duo irgendwo auch, ne? Ich hab Alex, hast du gesehen? Ich auch. Ich hab 1K, aber du? 400, hä? Toter Typ! Tot! Yoshi, jetzt halt die Moshpits, mach's auf. Aber wir schaffen das. Geil. Digga, der ruft dir hier FaceTime an. Mama Stimmung! Der ruft dir seinen Jungs FaceTime an. Digga, das ist aber so ein geiles Gefühl, schwör ich. Das ist das erste Video, was ich mir dazu angucke, also zu Circus Maximus dieses Jahr. Deshalb bin ich echt gespannt, wie es war, Digga. Also ich habe Storys gesehen, so sah geistkrank aus, aber ich habe noch keinen Vlog mehr angeschaut. Deshalb, let's see. That's crazy. Before the show starts, open that shit up. Hey Elias, wir müssen einmal reingehen. 100%, du weißt selber. Put both hands in the air.
geistkrank. Bruder, hier ist ja richtig tot, Digga. Niemand macht was unnötig, ja. Überleg mal, was checkst du, das sind einfach diese VIP-Leute, die sind hier vorne einfach am Jubeln. Also die denken so, boah, krass, hat uns erwähnt. Obwohl er die wirklich, also Daniel kennt's. Bruder, ich sag euch so, Chat, auf so Konzerten, korrekte Artists sagen immer, ihr VIPs, ihr seid nicht krass, weil ihr da steht und filmt. Die Leute, die krassen, sind die, die hier vor der Bühne Moshpits machen oder in der Menge Moshpits machen. Ihr VIPs, ihr seid nicht krass. So, ihr seid nicht krass. Und es ist straight facts einfach. So. Warum geht der Travis Scott Konzert, um zu filmen? Sau geil, Digga. 48.000 Handys sind draußen, Digga. Sind die dumm? So, Leute, die vloggen oder sonst was, verstehe ich. Hier und da Lieblingslied filmen, verstehe ich. Aber grundsätzlich. Bist du fucking National TV, dass du Sachen dokumentieren musst oder was? Hä? Ohne Sinn. Gibt eh Aftermovies oder sonst was. Und die Videos schaust du dir eh nie wieder an. So, voll unnötig zu filmen. Ja, klar. Nein, nicht. Hä, hey, wer ist das? Es sind wieder neue Leute.
Leute auf der Bühne. Chat, das hier ist Noah. Shout out Noah, Digga, das ist crazy. Guck, ich muss ihn jetzt davon Bild schicken, Digga. Noah ist Kameramann von mir. Das ist funny, ja. Spotted. Das ist crazy, Digga. Das ist so geil. Ich schwöre, man muss es einfach genießen, Digga. Noah. Ey, damit ihr checkt, Leute. Chat, Noah ist ein Kameramann von mir. Also, was heißt ein Kameramann? So, Kameramann von mir. Mit Memo. Machen die eigentlich immer so die Videos von mir. So Clubshows oder so. Und einfach, er ist der Kameramann von fucking Rema, Bro. So. Ich sag, und er ist einfach so einer der humblesten Menschen, die ich kenne. Also ich weiß nicht, ob er dieses Video jemals sehen wird, aber falls er das irgendwann sehen wird, so, Digga, das ist so crazy. Er war einfach bei Ballon d'Or und so. Weil Rema hat bei Ballon d'Or performt und dann war er auch dort, weil er halt gefilmt hat und hat einfach daneben, Bruder, mit Messi und Bellingham und Vinny und so einfach gesessen, Bruder. Und er ist einfach so humble, Digga, das ist so crazy, ich schwöre. Shoutout Noah. Shoutout Nakato, nein, nein, nein. Das ist so crazy. Boah, wow, das ist crazy.
In glory is eternal lesson. Wie fandst du die Show? War krass, war behindert, Bruder. Aber die Moshpits, hört auf, die ganze Zeit Moshpits zu machen. Also Freunde, Show ist vorbei. Es war eine Wahnsinns-Show, wirklich geisteskrank gemacht. Die Halle ist gerade geleert, es war also unglaublich. Ich habe natürlich ein bisschen gechillt, aber auch ein bisschen reingegangen, so nix. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich werde in Frankfurt nochmal da sein, Golden Circle durchdrehen. Mal gucken, was ich jetzt noch so filme, was abgeht. Aber Digga, ich habe die ganze Zeit diesen geplatzten Reifen im Hintergrund. Ihr wisst gar nicht, wie anstrengend es gleich wird. Gebt euch mal bitte, was für eine Armee da jetzt in den Backstage reingeht. Der ist völlig krank. Also Freunde, wir sind auf so einer Afterparty. Das Handy wird abgenommen und in so eine Tüte gepackt. Das heißt, ich kann hier gar nichts filmen, deswegen. Aber es ist eh so ein bisschen tot. Also es ist aber so private. Ja, voll komisch. Ich weiß auch gar nicht, ob Travis kommt oder so, ist mir auch egal. Der geplatzte Reifen. Freunde, sind jetzt noch mal Lefty Show Store, kann man noch mal kurzes Outfit-Check machen am Ende. Sacralite, LFTY Hose, Zufall. Und ja, Peso. LFTY hat immer super Sachen. Ich krieg sehr, sehr viel von denen noch mal zugeschickt. Die sind super Leute. Shoutout LFTY. Shoutout LFTY. Was machst du noch mal bei LFTY, Leon? Creative, ne? Ach, Bruder, was mache ich nicht da, Digga? Ich bin Leon, Digga. So, 2 Uhr nachts. Ich bin alleine in Köln mit einem Plattenreifen. Slums so down, Digga. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ne? Slums down. Total. Der Black Panther. Wow. Hier ist der tote Reifen. Die Felge hier geballert. Der Reifen komplett der geballert. Der Arme, die Felge ist sogar nur an der Stelle hier gebumst. Aber der das ist schon Arme, ein Digga. Stück. Sonst, glaube ich, hier noch Lack. Sonst weiß ich gar nicht, was noch alles. Aber ich glaube, sonst ist eigentlich nichts. Aber nur das, ja. Das ist aber schon ein Riesending. Ein historisches Slums Down. Auto wird abgeschleppt. Ich kann das alles nicht mehr wegen diesem scheiß Reifen. Das ist unglaublich. So, Freunde, ich bin jetzt am Kölner Bahnhof. Ich werde jetzt irgendwie heimkommen, aber alles gut, Freunde. Gehört dazu im Leben, das passiert sowas. Es gibt Menschen, denen geht es auf jeden Fall schlechter. Es ist so, was willst du machen? Wir sind auf der Reise, Gott ist bei uns, Freunde. Deswegen mache ich mir gar keine Sorgen bei irgendwas. Der alles fein, alles Bro. Gut. Und ja, Freunde, lasst mir gerne einen Like, Kommentar, Abo, da lasst mich mal auf Instagram, da würde mich sehr, sehr freuen. Ich schwöre, Freunde, ich fühle so Samstag mit ihm, Digga. In Frankfurt, Golden Circle. Da wird es dann nochmal einen Vlog geben, wo ich durchdrehen werde. Wie gesagt, Freunde, ich hoffe, dieser kleine Backstage-Vlog hat euch gefallen. Wenn ihm so ist,